herzlich willkommen zum Spiel gegen Augsburg. Heute geht es um alles und nichts und wie auch immer. Aber das war ja schon mal für meinen HSV. Es geht um so viel. Ihr könnt jetzt eure Plätze einnehmen. Es dauert noch 3 Minuten, bis wir loslegen. Hören und noch ein Bier. Und dann, achso, ich bin auf allen Monitoren zu sehen. Das ist immer eine feine Sache. Das macht der Martin toll hier aus dem Film mit auch. Das finde ich auch sehr schön. Applaus erstmal. Schön, dass ihr gekommen seid. Klasse, klasse, klasse. Ich würde jetzt gerne mal den Tiroler Friedel zu mir bitten. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo der steckt. Ah, da ist er, ja, ja. Großer Applaus für den Superfan Tiroler Friedel. Hallo, mein Lieber. So, Tiroler Friedel, ich bitte ein bisschen um eure Aufmerksamkeit jetzt, weil wir sammeln ja auch für Menschen, denen es nicht so gut geht, für Kinder in der Sternbrücke. Erzähl mal kurz etwas zur Sternbrücke, wer es vielleicht noch nicht weiß. Ja, wer es noch nicht weiß, Sternbrücke ist ein Kinderhospiz, wo hauptsächlich Kinder bis 12 Jahren, manchmal auch Jugendliche, und das sind Kinder, die eine kurze Lebenszeit haben, 4 bis 6, 8 Wochen. Und die brauchen unsere Unterstützung. Die Krankenkassen zahlen meistens nur für die Kinder. Die Eltern brauchen Unterstützung, das Heim braucht Unterstützung. Und wir machen das jetzt seit vielen, vielen Jahren. Das ist eine schöne Aufgabe und ich danke euch, ihr macht immer gut mit. Morgen ist Tag der offenen Tür bei der Sternbrücke. Da sind wir natürlich vertreten mit einer kleinen Aktion auch. Und mit unserem Scheck 4.400 Euro. Wow, das war großer Applaus her. Und wir hoffen. Und da möchte ich mich jetzt bei Tilo Appelhoff vom HSV ganz, ganz herzlich bedanken. Das hier, das sind die Schuhe von Papadopoulos. Da ist sogar noch der heilige Rasen dran, seine Unterschrift ist da drauf. Und die, ja, warte mal. Ja, das ist, er hatte die ja nur eine Halbzeit an. Er hat damit die erste Halbzeit gegen Köln bestritten. Und das sind die Schuhe, da gibt es sogar zwei von, weil er hat ja auch zwei Füße. Und wir versteigern die heute. Nee, die versteigern wir zusammen. Also können wir auch einzeln machen, wenn jeder hoch kommt. Genau. Das geht an die Sternbrücke. Die Tipps hätte ich jetzt fast gesagt. Die, wie sagt man denn? Die, das, ja! Genau! Die Angebote nimmt der Tiroler Friedel entgegen, die ganze, das ganze Spiel über. Oder ihr kommt zu mir. Nach dem Spiel werden wir dann an den Besitzer übergeben. Du hast noch etwas zum Versteigern hier? Nein, nichts zum Versteigern. Die Dose geht immer rum, zweite Halbzeit. Ihr macht immer gut mit alle. Und ich habe von Harald Hand noch eine Winterjacke gekriegt, die hat er einmal getragen. Er braucht sie nicht mehr, der Sommer ist ja auch Sommer. Genau. Und dann haben wir gesagt, versteigern wir sie gleich nächstes Jahr oder für gutes Angebot. Sag mal, du kennst den Aaron Hunt ja. Was hat der für einen Akzent? Der ist doch Bremer, oder nicht? Nein, den hat er nicht so. Achso. Er spricht Hochdeutsch. Ah, der spricht Hochdeutsch. Das beruhigt mich sehr. In Bremen spricht man Hochdeutsch. Wer hätte das gedacht jetzt so? Ich finde die Bremer Trikots ja zum Beispiel auch sehr schick, aber so geschmacklose Farben. Grün. Grün, genau. Wieder nicht. Ich habe in meinem Interview gesagt, habe mich gefragt, hast du was geklärt? Und so ein Einzel bin ich mein Einzel. Auch meine Frau darf kein grünes T-Shirt. Nee, das ist auch vernünftig so, da kann er noch böse mal üben. Also, wenn ihr Gebote habt für die Schuhe, kommt zu Frieden oder mir. Fängt irgendwo an, sagt mir eine Zahl, wenn ihr Bock drauf habt, ist für einen guten Zweck, ist für eine gute Sache. Tiroler Friedel, ich bedanke mich bei dir und wünsche dir... Toi, 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 wir packen das. Ja, wir packen das, das denke ich auch. Norbert Götzschalk! So, Norbert, du bist ja auch immer dafür zuständig, unsere Gäste hier einzuladen, die hier so zahlreich kommen. Jetzt hast du noch mal ein paar Grüße zu bestellen von den Leuten, die heute nicht konnten. Ja, auf jeden Fall. Und zwar möchte ich ganz herzlich die Grüße übermitteln von Stefan Schnoor und von Peter Hinien. Beide haben mich erst gestern angerufen und Stefan hatte nur gefragt, wenn du mich nicht unbedingt brauchst, dann würde ich gerne woanders hingehen. Aber nur, wenn du dein Okay gibst. Ich sage, Stefan, mach das, nächstes Mal bist du wieder bei uns. Und Peter hatte eben aufgrund eines Vorkommnisses innerhalb der Familie absagen müssen, aber es ist nichts Schlimmes und nächstes Mal ist er auch wieder dabei. Und bei den nächsten Gästen, die ich einladen werde, werde ich versuchen, heute verlost in die Schuhe von Papadopoulos, die Fußballschuhe. Ich werde versuchen, auch noch die Hausschuhe von Mamadopoulos zu bringen. Ah, das ist toll, das ist toll. Vielen Dank, Norbert Götzschalk, Fotograf vom HSV. Ja, und das Schöne ist ja, wir haben ja trotzdem Gäste hier.
unser Spieler, 21 Spiele hat er für den HSV gemacht, 7 Tore hat er geschossen, Peter Lübbecke! Schön, dass du da bist, Peter. Dann haben wir noch den Digi-Rip, 218 Spiele und ein Tor nur, Digi. Ich weiß nicht, hast du das gemacht? Ein großartiger Spieler, großer Applaus für Digi-Rip! So, und da haben wir auch noch einen Meisterspieler dabei, und zwar von der allerersten Saison in der Bundesliga 1960. Da war er Spielführer. 307 Spiele für den HSV, 10 Tore, Jochen Maicke! Dann haben wir noch hier jemand, der 262 Spiele für den HSV gemacht hat, 47 Tore geschossen. Er hat immer gesagt, Rückpässe gab es bei uns nicht. Ich freue mich ganz besonders, dass er hier ist. Klaus Tschatschi! Und heute zum ersten Mal bei uns zu Gast, da freuen wir uns auch ganz besonders drüber. 320 Spiele für den HSV, 38 Tore. Meine Damen und Herren, einen ganz, ganz großen Applaus für Peter Nogli! Ja! Liebe Fußballfreunde, an dieser Stelle singen wir immer Hamburg meine Perle. Das werden wir auch in Zukunft tun, nur darf ich es euch nicht mehr zeigen. Der Schacht Musikverlag hat alle Videos, auf denen der Song drauf ist, von YouTube löschen lassen. Aber nur unsere Videos wurden gelöscht. Gibt man bei Google Videosuche Hamburg meine Perle ein, findet man immer noch über 15.000 Ergebnisse. Warum die das gemacht haben? Keine Ahnung. Vielleicht sind es Werder-Fans. Vielleicht auch Neurotiker oder Kinder. So nach dem Motto, wenn ich nicht mitspielen darf, dann werfe ich mit Sand. Wie dem auch sei, ich finde, wir brauchen ein überbewertetes Volkslied nicht unbedingt. Wir haben noch Papa und Elvis. Und die Arme nicht bestimmen, bis die Helden erscheinen und die Schale mit sich bringen. Kann aber alles sein Sinn, all die Zeit, die wir verbringen können, tausendmal verlieren, wenn sie einmal gewinnen. Zeit muss noch verrinnen, bis wir einmal gewinnen. Ja, mal wird es gehen, irgendwann du wirst sehen, und dann werden wir wieder Meister sein. Komm, Leute! Lass die Liebe nie allein. Schick mal hin, der HSV unser Feind. Irgendwann wird es gehen, irgendwann du wirst sehen, und dann werden wir wieder Meister sein. Lass die Liebe nie allein. Ja? Bei Bayern wird man nicht mal Meister, wenn man Meister wird. Also von der Stimmung her immer lieber HSV. Ja, ja, was der HSV uns jede Saison für Spannung garantiert, ist ja ein Hammer. Ich möchte diese traurige Meisterschaftsfeier in München nicht erleben. Also, wenn wir 15er werden, dann ist hier mehr los, das sage ich euch so. Also das muss grausam sein, Bayern-Fan zu sein. So, so ein Tag, so wunderschön. So, wo sind die anderen beiden Pokale? Was ja. Meinst du, was Philipp Lahm sich gerade freut? Du, oh. Der ist jetzt aus dem Häuschen nach dem Karriere. Ja, ja, der hört ja auf. Ich dachte, die Bayern hören alle zusammen auf. Ich wollte schon fast abmachen, der hat da nur Lahm da drauf. Ja, das ist mehr als ein Verein. Wir kommen her und sind daheim. Singen Lieder für die Rauten. Denn hier sind wir zu Hause. Ja, das ist mehr als ein Verein. Wir kommen her und sind daheim. Wir werden bleiben, ganz genau. Für immer Heimat, Hass. Starr und fest wie Erz und Eisen, schwarz das Dritte an der Zahl. Soll uns unsere Wege weisen zu dem Jugendideal. Na klar, moderner Fußball. Es geht hier um Stars, doch auch um legendäre Tore. Aber fehlt danach. Ganz genau, deswegen muss man sowas erleben. Alle Titel einmal mitnehmen wie Thomas von Hesen. Das ist 40 Jahre her. Mann, du nährst halt den Sappel, denn wir nehmen das Ganze hier ziemlich ernst, so wie Happel. Denn eins nach vielen Jahren, das Geschick uns hat zerstreut. Wie das Lebensmeer befahren, denken an die Jugendzeit. Denk ich an Bäron, Spörl und Manavikia, du an Kalskagos Dörfel. Plötzlich wird dir wieder klar, ob Stürmer Werner Volkert, Reuter oder Kron, würde es mehr von ihnen geben. Sie ist mal heute auf dem Thron, wie Heiko und Dennis, mit dem man Lieder singen kann. Ich schau mir mit Marcello ein paar Dias davon an. Ja, das ist mehr als ein Verein, wir kommen her und sind daheim. Sie
singen Lieder für die Raute, denn hier sind wir zu Hause. Das wäre als ein Verein, hier kommen wir her und sind daheim. Wir werden bleiben, ganz genau, für immer Heimat, HSV. Da kannst du mich drauf verlassen. Schuhe von Papadopoulos zum ersten, zum zweiten und zum dritten für den jungen Mann hier. Das ganz große Klasse. Vielen, vielen Dank. Großer Applaus für den Mann hier, der 300 Euro mitgebracht hat. Für euch beide. Ganz große Klasse. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ich habe einen Vertrag für die zweite Liga. Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch was. Kommt gut nach Hause. Gott schütze euch. Lass uns das hier durchziehen. Wir sind mehr als ein Verein. Scheiß auf diese Elfen. Danke. Nicht der, der zum Inventar gehört, der die Situation immer meistert. Ja, mein dicker Bauch kommt mit drauf.